Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Imperator Rom. Wir sind immer noch Sparta, bauen unsere Manpower auf, um hier uns weiter auszubreiten. Wir beobachten hier, wie sich hier nach wie vor Thrakien mit seinen Nachbarn prügelt. Thrakien hat eine sehr, sehr starke Manpower. Oh, da will endlich mal jemand was kaufen, was nicht unter Ausschluss bei uns steht. Weins. Den verkaufen wir doch gerne. Ja, und wir wollen dringend hier diese Kollegen hier, Athen uns einverleiben. Und jetzt verlieren wir anscheinend erstmal nochmal ein paar weitere Sklaven. Der Rat von Argus hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine beträchtliche Menge an privaten Sklaven zu befreien. Okay, die werden dann freie Männer. Wenn ich Nein sage, gibt's Korruption und Geld. Doch. Freie Männer sind in Argus willkommen. Oh, und die Behandlung ist erfolgreich. Hervorragend. Weg ist die Infektion. Er ist bloß nach wie vor hirngeschädigt. Super. Na gut. Ganz im Ernst, das Lustige ist, das gleicht sich jetzt hier sogar aus. Aber das Gemeine ist halt trotzdem, dass er es durch eine Kriegskunst verloren hat. Was mega ätzend ist, weil, naja, Kriegskunst ist halt quasi für uns wirklich extrem wichtig. Ich finde es trotzdem doof, muss ich so direkt sagen, wie in diesem Spiel sich die Ausbildung von Kindern darstellt. Ich finde, man hat viel zu wenig Entscheidungsmöglichkeiten. Das wird zum Beispiel in Crusader Kings 2 schon vor Ewigkeit, schon vor Jahren, wurde das deutlich besser gehandelt und beziehungsweise gehandhabt. Also da hoffe ich, dass die hier nochmal nachsetzen. Denn so wie das derzeit ist, ist das ja ziemlich unsinnig, wenn wir mal ehrlich sind. So. Warte mal, wie viel Geld machen wir jetzt noch? Immer noch 11, irgendwas. Das heißt, wir können noch mal 3 Hexeren bauen. 1, 2, 3, locker. Ach komm, 4, 5. Wir machen es jetzt auf 15 Stück. Und dann sehen wir danach weiter. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall hart werden gegen Phrygien, denn Phrygien ist mächtig. Hat sogar Alexandria fast schon genommen. Ach du Scheibenkleister. Was? Makedonien will ein Bündnis? Nein. Geht mich ein Scheiß an, was du da gerade eben treibst. Der will mich bloß in seinen Krieg reinziehen. Geht mich doch nichts an. Also wir werden Thrakien auf jeden Fall auch noch schlagen, Leute. Früher oder später werden wir da drauf treten. Mit religiösen Fortschritte. Sind die Nahrungsmittel nach wie vor knapp. Ich muss dringend hier nochmal irgendetwas machen, um hier nochmal weitere Nahrungsmittel einlagern zu können. Das wird sau knapp hier. Ja, das ist halt doof mit der Ebene hier. Es gibt hier einfach keine gute Engstelle, die der hier entspricht. Naja, wir halten die Olympischen Spiele ab. Ein Auge für Ästhetik. Was ist das hier? Agenor hat bei seinen zivilen Pflichten vielversprechende Leistungen gezeigt und ist als Handwerker ziemlich bekannt geworden. Er hat kürzlich ein wunderbares Design für eine neue Festung fertiggestellt. Und wo will er es hinbauen? In Patrei. Och, warum denn nicht? In Patrei finde ich das völlig okay. Und da ist hier schon eine 6er Festung. Ja, nice. Finde ich gut. Was kostet das eigentlich? Ach Gott, wir hätten das Geld nehmen sollen. Aber egal. Wir haben die Bauzeit jetzt hier uns gespart. Wir haben jetzt 6 Festungen in Patrei. Nur die Leute finden es gut. Das ist einfach nur die Festungsstadt aus der Hölle. Unglaublich. Wir könnten sogar noch eine 9. Festung reinklatschen, wenn wir wollen. Kornspeicher könnte man auch noch machen. Insgesamt braucht das Ding aber das gesamte System hier eigentlich noch mehr Nahrung. Kann ich da irgendetwas tun? Nee, eigentlich nicht. Könnte höchstens nochmal einen Kornspeicher reinmachen, aber der bringt mir nichts. Eine 7. Festung, da bräuchte ich so mindestens 35.000 Mann, um das Ding überhaupt belagern zu können. Ne? Und das würde 1000 Jahre dauern wegen den vielen Festungsstufen. Ich hab Bock drauf.
Hier soll niemals jemand drüber kommen. Wisst ihr, dann kann ich die Truppen auch irgendwann hier abziehen. Den Feind einfach an der Stelle nur noch schlagen. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwelche weiteren Wertveränderungen mit sich bringt, umso mehr man den Feind hier an der Stelle wegblockt. Also ich meine, also umso mehr Festungen man hat, ne? Ob man dann im Verteidigungskämpfen einfach immer noch krassere Boni bekommt oder ob das im Spiel nicht so vorgesehen ist. Nein, ihr bekommt kein Eisen. Keiner von euch darf das. So, jetzt sind wir schon bei 102.000. Jetzt schauen wir uns mal hier die Konvertierungsgeschwindigkeit. Die nehmen wir gerne. Was haben wir da noch? Geburtshilfen, Bevölkerungswachstum ist gut. Geburtshilfen nehmen wir auch noch mit. Kostet halt bloß inzwischen halt echt einen Haufen Kohle, ne? So. Hallo, ich möchte bitte das hier markieren. Jetzt haben wir 12 von diesen Hexeren. Wir haben ja gesagt, wir wollen 15 Stück. Wieder jemand Wichtiges tot. 1, 2. Danach müssen wir noch eine bauen. Ah, der Dude schon wieder. Und seine Loy ist gefährlich niedrig. Liegt aber hauptsächlich an der verachteten Familie, Rivale des Herrschers. Verlorene Besitztümer, Machtbasis. Der ist halt gut, aber halt auch eine gefährliche Wahl. Ich nehme den mal. Und schaue ihn mir jetzt mal näher an. Also es geht immer noch runter. Ich kann ihm jetzt theoretischen Besitztum gewähren, dann wird aber immer mächtiger. Qualität aufkündigen, ey. Ich will doch gar nicht seine Rivale sein. Eine Machtbasis macht ihn halt gefährlich. Das ist ein echtes Problemchen. Freundschaft anbieten. Ich weiß nicht, ob Freundschaft da was ändert. Freie Hand lassen würde ihm auf jeden Fall so einiges bringen. Wir lassen ihm freie Hand, so nach dem Motto. Du bist mächtig, ich sehe es ein. Ich werde es hier nicht anfangen, gegen dich vorzugehen. Bis jetzt hat freie Hand lassen auch einfach noch zu wenig negative Konsequenzen, finde ich. Zumindest keine offensichtlichen. So, ich bin auch was ich auch immer überlegen bin, ist, ich will ein bisschen, weil er schwere Infanterie schon ein ordentlich großes Gewicht hat. Ich möchte für solche Belagerungen eine reine Armee bauen, die aus leichter Infanterie vielleicht besteht. Unseren sogenannten Hilfstruppen oder sowas in der Art. So, jetzt können wir die Höfe nur für Grundbesitzer machen. Dadurch haben wir einen höheren gewünschten Anteil an freien Männern. Wobei, wollen wir das wirklich? Bin mir nicht ganz sicher. Bin mir da nicht ganz sicher. Ein Bevölkerungswachstum oder Ausnahmen für den Adel. Oh, Armeenunterhaltskosten würden gesenkt. Ey, das finde ich gut. Das machen wir. Haben wir halt ein bisschen Ding verloren, aber who cares? Drücken wir wieder hoch. Das heißt, unsere Armee kostet jetzt 15% weniger. So, komm schon, zeig mir mal, wie viel Kohle das jetzt mir eingespart hat. Ja, damit kann ich leben. Vor allem, weil wir halt, wie gesagt, keine Statthalter haben. Ne? Wir werden auch niemals welche haben, denn wir werden uns hier nicht rausbewegen. Sparta genügt sich selbst, wie ich ja schon mal am Anfang gesagt habe. Und das ist in dem Fall ein echter Vorteil. So, wie viele Hexeren brauchen wir noch? Mindestens noch eine. Genau, eine einzige. Und dann gehen wir weiter auf die andere Art von Schiffen. Welche waren das nochmal? Es brennt schon wieder ein Kornspeicher. warum 99%? Tetreren. Die Tetreren brauchen wir dann noch. Für unsere Strategie. So, und ihr könnt ja echt dann mit 10 über die Flanke kommen. Ey. Das wäre auf jeden Fall ganz gut.
Enter-Taktik. Erhöht die Eroberungschance oder verursacht der Schaden? Die erhalten aber auch 10% mehr Schaden. Ganz im Ernst, ich nehme die Enter-Taktik. Und sie bekommen auch weniger Schaden. So, Feuer im Kornspeicher. Natürlich ist es wieder Achaea. Ist ja nicht so, dass Achaea nicht ohnehin schon immer Trouble hätte, aber da brennt es halt auch am laufenden Band. Okidoki, wo stehen wir eigentlich hier? Sparta ist auf Platz 7. Thrakien ist deutlich weiter oben. Aber wir haben es ordentlich geschafft, uns nach oben zu mausern. Wir müssen es bloß noch schaffen, noch ein bisschen mehr hinzubekommen. Rom hat es noch nicht geschafft, sich komplett auszubreiten. Karthago dagegen. Ach, du ahnst es nicht. Und Phrygien auch. Ja, das Seleukidenreich ist eigentlich nur noch ein Schatten. Parthien ist sehr mächtig. Maurien ist sehr mächtig. Na gut, das sind sie eigentlich so gut wie immer. Dass Ägypten sich von denen hier so wegbeißen lässt, ist faszinierend. Und was auch faszinierend ist, dass es hier Knossos einfach nicht schafft, Präsos hier endgültig zu erobern. Aber ihr seht, die haben auch im Grunde dieselbe Anzahl an Männern. 16-4. Weil die eigentlich besser aufgestellt sind. Naja, wie ich es gesagt haben. So, jetzt noch mal die Geburtenhilfe. Nein. So, was kostet jetzt hier so eine Tetrere? Die ist ein bisschen billiger. 1, 2 und 3. Nein. Ich habe so das Gefühl, dass es Makedonien jetzt dahin rafft. Oh, und er fängt jetzt an, ungeduldig zu werden. Wir sollten ihm einen Job geben. Wir sollten ihm einen Job geben. Armeemoral. Wie wäre es, wenn wir ihn zu unserem militärischen Forscher machen? Der Typ ist ohnehin nicht besonders gut. So, das freut ihn jetzt total. Ich hoffe, er ist jetzt glücklich, unser Sohnemann. Der Wahnsinnige. Der bekloppte Typ. So. Auf jeden Fall ist unser Trainingsstand unserer Truppen immer noch fantastomatisch. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir mal wieder an, erstmal aufs Geld zu gucken, nachdem der Monat jetzt hier gerade eben rum ist. Oh, das ist echt bitter. Da haben wir nur noch 5. Wir müssen noch mal ein bisschen mit den Steuern ein bisschen weitermachen. Nein, Makedonien. Oh Gott, Makedonien. Oh Gott, Thrakien. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Thrakien. Hat Untertanen Odrysien. Garantiert die Unabhängigkeit von diversesten Staaten. Hast du Verbündete? Handelt eine Menge, hat Militärzugang, gewährt Militärzugang. Auch von Rhodos. Hat einen Kriegsgrund, nicht auf uns. Hat gerade eben keine Manpower. Wir werden sowas von... Wir haben jetzt echt eine Grenze mit denen. Kann ich nicht gut finden. Kann und will ich nicht gut finden. So, er freut sich jetzt. Wo hat er denn das Geld her? Ich habe keine Ahnung warum, aber er hat jetzt das... Oh, und wir müssen jetzt endlich mal eine Hochzeit für ihn arrangieren. Eine Hochzeit. Gibt's jetzt endlich mal was Brauchbares hier. Hier zum Beispiel. Die meine, die hätte immerhin ja schon mal gut Finesse. Ist gutmütig und vorsichtig. Hier wählen sie aus. Und in dem Fall gibt's ausnahmsweise mal keinen Stress. Halleluja. Okay, wir haben unseren Thronfolger endlich verheiratet. Das Leben ist toll. Wir können ja auch theoretisch noch mal ein bisschen Besitztum gewähren, wenn wir wollen. Wir haben eine Menge Besitztümer, stelle ich gerade eben fest. Wir gewähren ihm eins in Sparta. So, das bringt ihm auf jeden Fall schon mal ein bisschen Geld. Also was sie noch einbauen müssen, ist, dass man mehr oder weniger so eine Zwangslage hat, um diese Besitztümer auch tatsächlich wegzugeben.
Ne, denn so wie es momentan aussieht, sind die Besitztümer ja eher eigentlich nur schadhaft. Also ihr versteht, was ich meine, ne? Weil die, sobald du jemand ein Besitztum gewährst, baut er eine Machtbasis auf und dann ist er der Meinung, ich wäre lieber König in meinem eigenen Königreich. Das ist so ein bisschen ein Problem. Also bis jetzt funktioniert das System aus meiner Sicht nicht so richtig. Also es leuchtet mir halt einfach nicht ein, was der Mehrwert für mich als Spieler ist, irgendwelchen random Charakteren Besitztümer zu gewähren. Nummer 3 haben wir schon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ich will insgesamt von diesen Schiffen 25 Stück haben. Dann haben wir eine ansehnliche Flotte von 60 Schiffen. Und die werden es hoffentlich auch mit dem einen oder anderen Schiffchen dann aufnehmen können, wenn sie einen guten Admiral haben. Dann können wir vielleicht auch unseren Sohnemann vielleicht mal zum Admiral machen, hier sowas in der Art und Weise und dann in der Richtung was tun. Areus wird krank. Schon wieder! Areus hat die Nachricht überbracht, dass er krank ist. Oh Gott, ey, so ein gebrechlicher Typ. Wenn wir wohlwollend genug sind, wir können einfach nur sagen, interessant, und wir können einfach sagen, wir sind freundlich. Da kann ich jetzt da was machen? In Behandlung begeben. Nein, kann ich nicht. Ich glaube, gegen Mentagra kann man auch nichts machen, ne? Was bist du eigentlich für eine? Bis jetzt eigentlich... Wie die aussieht, ey, die, guck dir mal an. Die sieht ja nicht gar nicht aus wie so eine junge Frau aus dieser Zeit. Die sieht eher so aus, also aus der Antike, die sieht irgendwie so aus wie aus den 50er Jahren oder so. So ein bisschen mit diesem Haartuch da rum. Hier gewähre ich kein Besitztum, das wäre der totale Quatsch. So, meine lieben Schiffelein. Kommt doch mal alle darüber. Und das Orakel von Delphi sagt schon wieder irgendetwas. Das Orakel von Delphi hat uns selbst einen Boten geschickt. Offensichtlich hat Apollo gute Zeiten für unser Land gesehen. Ja, komisch, dass alle immer krank werden, wenn das kommt. Ja, ein Fest abhalten habe ich gerade irgendwie keinen Bock drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich gerade eben nicht. Mir ist gerade nicht nach Party. Denn der Erbe schon zum 712. Mal krank geworden ist. So, Aufstufungsgeschwindigkeit soll sein. Mir ist halt auch wichtig, wenn ich das hier erobere, Phrygien, dass ich die phrygische Entsatzflotte, wenn sie kommt, halt auch abwehren kann. Mit der eigenen Flotte. Das wäre mehr als wünschenswert. Ach komm. Diese Piraten scheinen aber gar nicht so sehr meine eigenen Schiffe zu jagen. Weil ich bekomme keine Kampfmeldungen. Ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen paranoid, was diese Piraten angeht. Die neigen gerade eben dazu, jetzt hier permanent durch die Gegend zu schippern. Nicht gerade auf die willkommene Art. Irgendwie greifen sie mich aber auch nicht an. Nicht, dass ich mich darüber beschweren wollen würde. Bei weitem nicht. Es ist bloß irritierend. Ich warte jetzt hier auf die letzten Schiffe. Sollen sich alle dahin bewegen. Nein, nein, keiner von euch bekommt Eisen. Alleine deswegen alle besiegen, weil sie ständig mein Eisen wollen. Da, die Flotte hat hier gerade eben eine kassiert, so wie es aussieht.
Das ist interessant. Okay. Der macht schon wieder rum, ey. Ich kann's nicht fassen. Ja, schafft das Problem aus der Welt. Der Typ, ey. Er kann's nicht lassen. Die ganze Zeit. Da sind jetzt tatsächlich Piraten am Start. Die haben wir jetzt abgefangen. Wir haben sie besiegt. Zu meiner Überraschung. So, jetzt haben wir eine Flotte, die jetzt hier erstmal eingelagert ist. Und ein Schiff bedarf natürlich auch schon wieder jetzt hier gleich mal einer Reparatur. Okay, also ich bin jetzt auf jeden Fall zufrieden mit dieser Flotte. Die hat eine Effizienz hier von 99%. Keine Ahnung, warum das 99% sind, wenn jedes der Schiffe hier 100% mitbringt, aber was soll's. Oh Gott. Hellas macht schon wieder Minusnahrung. Ich muss eine weitere Importroute jetzt endlich erstellen. Die sind schon wieder am Verhungern. Ist doch nicht wahr. Okidoki. Wir haben inzwischen aber auch schon eine Manpower, die absolut zufriedenstellend ist. Wenn ich jetzt hier früh in den Krieg erklären würde, im momentan Krieg mit Phasis. Wo ist Phasis? Phasis ist ein Winzling. Phasis führt aber auch Krieg mit Kolchis. Aha. Seltsam. Und wenn ich denen hier den Krieg erklären würde, die haben auch gerade den Krieg mit Phasis. Ich könnte diesen Krieg aber auch relativ schnell beenden. Was? Minus 40 Stabilität? Achso, weil wir Militärzugang haben. Bitte Militärzugang aufkündigen. Ich brauche noch Militärzugang. Nein. Lustig ist, dass Frühgehen mich sogar mag. Warum eigentlich? Ach, wegen den verbesserten Beziehungen. Ja, ja. Okay, also wie gesagt, Athen wird jetzt hoffentlich fallen. Ich gebe zu, dass ich gerade mir ein bisschen nervös werde, ob dessen. Wichtig wäre es, was haben die? Die haben ja, das ist eine Stadt. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier schon mal rausfahren. Besetze diese Position. Grabungseffizienz. Breitwagen. Mit ihm hier. Er segelt schon mal raus. Beziehungsweise, nee, er segelt hier nochmal rein. Du gehst jetzt hier tatsächlich dahin. Wir machen als allererstes diesen Job hier. Wir werden jetzt erstmal diese kleine Insel hier besetzen. Und danach werden wir uns um Athen kümmern. So, ihr werdet eingeschifft. Nun erkläre ich Athen den Krieg wegen der Eroberung von Hellas. Rufe Knossos. Knossos will nicht, okay, aber Rhodos wird mitkämpfen. Und schon ist es passiert. Zack. Meine Männer bitte sofort von Bord gehen lassen. Zack, 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 zack. Erledigt. Jetzt gehen wir hier rüber nach Athen. Athenische Truppen. Oh Gott, nee, das ist nicht so gut. Wir bleiben hier. Hallo, Männer. Hier bleiben. Wir landen hier an. Nun gehen wir dahin. Das hier wird wichtig. Neuner General. Oh, der hat mal wieder eine wunderbare Genesung. So, es kommt ja zur Schlacht. Wir waren zum Glück als erstes drin. Wir waren nicht als erstes drin. Lol. So, jetzt prügeln wir sie aber. Zack, 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 zack. Bam. Erledigt. Die haben jetzt hier erstmal geknüppelt. Wir machen nochmal militärische Fortschritte. Kann ich die eigentlich rufen? Ja, jetzt kann ich Knossos rufen. Jetzt kann ich Knossos aus irgendeinem magischen Grund rufen. Ich habe militärische Fortschritte gemacht und bekomme... Flottenzermürbung. Mehr Disziplin hätte ich gerne. Oh yeah. So, jetzt holen wir uns ganz schnell Athen.
Da, den erwischen wir noch, den Tausendi. Taui da, zack. Athen ist hier dabei, hier gerade eben noch irgendwie diese Flotte zu, Wir haben jetzt hier diesen Schiffskampf hier mit Athen hier gewonnen. Müsste eigentlich jetzt relativ flott gehen. Mehr Disziplin. Makedonien will ein Bündnis. Ne, sage ich immer noch nein. Ich hab gleich Athen als Untergebenen. Wer ist denn da gerade gestorben? So, die Plünderung von Athen. Übertreiben wir es nicht. Wollen wir das dann noch? Du kannst sogar schon jetzt hier wieder zurücksegeln. Da haben wir auch gewonnen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier für eine Nummer wird. Jetzt haben wir eine beunruhigende Entwicklung. Eins nach dem anderen, bitte. Wir mussten in letzter Zeit mit ansehen, dass unser Meister der Wache, Ageno Achait, sowie diejenigen, die unter seinen Arbeiten einen eher enttäuschenden Job verrichtet haben. Viele, die mit ihnen zusammenarbeiten, berichten und immer was? Viele, die mit ihnen zusammenarbeiten, berichten und immer wieder, was, wie schwierig es ist, mit ihnen zu arbeiten und welche Probleme dies verursacht. Okay, also sie berichten halt immer wieder, dass es Probleme gibt. Wenn wir jedoch mit dem Mann selbst reden, versichert er uns, dass er einfach nur eine Frage der Bürokratie sei und in letzter Zeit einfach die nötige Mittel und Zeit, ja, das können wir schon ausreden. Wir könnten ihn einfach in den Kerker werfen, wir könnten einfach sagen, wir geben einem Karuckenverräter gar nichts. Oder wir werfen ihn einfach nur in den Kerker. Ja, wir sagen einfach, wir geben ihm gar nichts. Und man muss es ja auch nicht übertreiben. Ich sorge dafür, dass hier der Erfahrungsverlust reduziert wird. Warte mal. Hier sollte ich mal aufhören zu trainieren, ne? Falls der Gegner nämlich kommt, ist es ein bisschen doof. Schon wieder die Olympischen Spiele. Wo geht denn der jetzt hin? Ach so, der ist exiliert. Und jetzt kann ich ihn hier... Warte mal, ich bleib mal da. Der kommt erst freiwillig vorbei. Und... Puff! War jetzt kein Stack-Wipe, aber... hat ihm, glaube ich, wehgetan. So, jetzt können wir hier nochmal Nahrung in... Was sind das hier? Persische regionale Kafrokien. Nein. Nutzvieh aus... Nein. Ich hätte gerne irgendetwas, was... vielleicht auch länger als nur 5 Minuten hält. Ach, dann nehmen wir halt das hier. Nahrung, jetzt machen wir wieder ein bisschen mehr. Ich denke, wir stehen jetzt hier gerade eben sehr, sehr gut. Ja, dass es jetzt mit Rhodos hier nicht so geil läuft, das ist irgendwie klar. Aber Rhodos ist ohnehin nur hier so meine kleine Puppe, die ich hier einsetze, um den Gegner abzulenken. Deswegen haben wir Rhodos. Wie viele Armeen sind das? Weiß es gerade eben nicht. Habe ich nur eine. Die sind immer noch illoyal und wissen nicht, wo sie hin sollen. Was ist denn das jetzt hier? Das Staatsschiff. Der berühmte Philosoph Philonides glaubt, dass die Welt niemals von ihren Übeln frei sein wird, bis die Könige und Fürsten dieser Welt der Philosophie folgen. Das Staatsschiff darf nur von Männern der Weisheit, des Wohlwollens und der Autorität geführt werden. Und deswegen kommt er zu uns als wahnsinnigen Typen, ne? Philonides hat Akrotatos als jemand identifiziert, der die Fähigkeiten besitzt, die wahren Tugenden eines Herrschers unter seiner sorgfältigen Anleitung zu erlernen. Ja, bestimmt. Schickt diesen Irren weg. Wir gucken uns mal an, was der zu sagen hat. Bin mal gespannt. Das wird bestimmt lustig. So, warte mal. Das machen wir nicht. Komme ich halt nicht durch. Könnte theoretisch diese Insel noch einmal, die sind aber eigene Inseln. Das hier gehört auch noch da dazu.
Wir warten einfach, ne? Hier baut sich jetzt hier gerade eben einfach der Sieg-Counter auf. Athen wird ein Tributstaat, können wir später noch machen. Jetzt warten wir mal. Die großen Philosophen, der große Philosoph stürmt in Wut aus dem Palast und verflucht den Namen von Akrotatos, während er davon eilt. Er erklärt laut und öffentlich, dass Akrotatos unbelehrbar und engstirnig ist und nicht einmal in der Lage dazu wäre, eine Ziegenherde zu regieren. Junge. Und jetzt ist er nach Makedonien gegangen. Ich kann ihn nicht einmal mehr einsperren, den Sack. Okay, dann halt nicht. So, dann übernimmst du diesen Job hier mal. Ich habe keine Ahnung, was diese Truppe jetzt hier gerade eben die ganze Zeit eigentlich tut. Aber wir verlieren auch gerade eben immer noch ein paar Punkte. Was aber an und für sich nicht schlimm ist, denn der Sieg-Counter dürfte für uns zählen. Ich bin überlegen, ob ich das ja auch noch kurz mal plündern gehe. Ich meine, was wollen die denn machen? Was sind das hier für Schiffe? Muss ich dann doch wieder jetzt kurz mal da bleiben? Hier hat sich gerade eben etwas getan. Okay. Da haben die Athener sich aber gerade eben mal wieder ordentlich geschnitten. Insel Achaea, das nervt. Moment. Jetzt holen wir mal die Zweitarmee ran. Doof ist bloß, die braucht jetzt halt einen gescheiten General. Wir müssen uns jetzt hier schnell wieder zurückholen. Das wird so ein Pendelspielchen. Ich würde mich ja freuen, wenn ich diesen Armeen sagen könnte, hey, und du bleibst jetzt genau da stehen. Wisst ihr? Das wäre doch mal sinnvoll, liebes Paradox-Team. Grundsätzlich mal für eure Spiele. Aber grundsätzlich müssen wir jetzt auch leider an dieser Stelle hier die Folge beenden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das mit den großen Oliven machen wir beim nächsten Mal, ne? In dem Sinne, schöne Zeit, tschüss und ade.